So, zwei Verwundete. Ich übrigens auch. Ah, der hat schon 8 Kills. Er kriegt die Beförderung, ich nicht. Jetzt wird er zum Sergeant befördert. Ja, ja. Stillgestanden. So, Schattenangriffe. Enthalte 25 zusätzliche Zielsänger, solange du verborgen bist, und 25 kritische Trefferchance bei Angriffen auf Feinde. Boah. Schattenschritt. Dieser Soldat löst weder Feuerschutz noch Reflexschüsse aus. Auch irgendwie cool. Ist auch so eine Besonderheit von alten Stürmern. Aber der Schattenangriff ist, glaube ich, irgendwie cool. Andererseits, der Schattenschritt ist noch besser. Hallo? Einer, der nicht Reflexschuss durchläuft. Oh, noch ein Ranger. Glückwunsch. So, was haben wir hier? Zerfetzen natürlich. So, wir haben einen Schaft und ansonsten einen Gesichtslosen. Alter, sehen die übel aus. Die Überreste von Gesichtslosen lösen sich schnell zu einer übelriechenden Masse auf und müssen deshalb in versiegelten medizinischen Behältern aufbewahrt werden. Aber so eine Gestaltwandler, das gibt's auch noch. Eins waren die... Ach, das sind die? Nee. Eins waren die dünnen Männer, die fortschrittlichen Infiltrationseinheiten, die die Aliens zur Verfügung standen. Jetzt haben wir es mit einer Spitze zu tun, die in der Lage ist, die menschliche Form nach Belieben zu imitieren. Wenn wir wüssten, wie genau sie es schaffen und so effektiv zu imitieren, können wir vielleicht Wege finden, sie einerseits zu täuschen. Ach, Betäubungslanzenträger. Der Advent Betäubungslanzenträger wird meist eingesetzt, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und Aufstände zu unterdrücken. Seine einzige Betäubungslanze, einzigartige Betäubungslanze, könnte in eine Waffe umgewandelt werden, deren Einsätze unsere Ranger bereits trainieren. Ist das nicht der Schädelstecker? Hallo, Commander. Sichere Übertragung, nur um mir Hallo Kommando zu sagen. Ich finde es auch cool, wie er seinen Kopf einfach so bewegt und auch seinen Mund, obwohl er nichts sagt. Monatliche Vorratsbelohnung aus Afrika gestiegen. Cool. Der Widerstand in Südafrika ist Ihnen für Ihre erfolgreiche Abwehr des Alien-Vergeltungsschlags dankbar. Dank des fortwährenden Schutzes durch XCOM kann der Widerstand weiter wachsen. Sehr gut. Das heißt, wir haben hier mehr Vorräte und können mehr machen. Wie lange bin ich verwundet? Alter, 25 fucking Tage. Ach du Scheiße. Wir brauchen mehr Schutzschilde. Hey, Commander. Können wir vielleicht zufälligerweise was herstellen? Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Beim Heckaufzug soll etwas knirschen. Ich hoffe, das ist keine Metallermüdung. Beim Heckaufzug? Ich glaube, wir haben keine weiteren... Nein, wir haben keine weiteren... Seitdem das Schiff wieder fliegt, was größtenteils Dr. Shens Verdienst ist, fühle ich mich etwas nutzlos. Ich bin heilfroh, dass der Commander die schweren Entscheidungen trifft. Ja, lädt alles auf mich ab. Was kann man hier nochmal machen? Oh, guck mal, wer da hinten ist. Ich im Wissenschaftler irgendwelche... Hallo, Commander. Wir kommen gut voran, aber es wird noch etwas dauern, bis meine Forschungen abgeschlossen sind. Ich
Ja, 6 Tage, ne? Ich habe mich gefragt, wie die Advent-Regierung unsere Gruppe von Abtrünnigen sieht. Sind wir für sie eine Bedrohung oder eher ein Ärgernis? Ich glaube, im Moment eher ein Ärgernis. Die können uns im Moment noch nicht so richtig ernst nehmen. So. Vorratslieferung verfügbar. Kommandant, eine Vorratslieferung des Widerstands muss noch immer eingesammelt werden. Wir könnten die zusätzlichen Vorräte gebrauchen, um Waffen und Rüstung zu kaufen oder Einrichtungen zu bauen. Ja, natürlich. Warum sammelt ihr die nicht ein, ihr Deppen? Belohnung, Soldat. Kommandant, nach unserem jüngsten Erfolg haben uns Mitglieder des Widerstands in Südafrika Berichte über Aktivitäten geliefert, die wir untersuchen sollten. Avenger berechnet neuen Kurs. Ich glaube, eigentlich wollte ich da oben hin. Ja, sind die Vorräte. 5 Tage? Ich will hier hoch. Avenger berechnet neuen Kurs. Weil hier oben sind tolle Sachen. 150 Vorräte warten nur darauf, dass ich sie einsammle. Yeah. Wir haben an diesen Positionen alle Ressourcen eingesammelt. Der Widerstand sollte uns ein paar Wochen weitere Vorräte liefern können. So. Das Commander, zur Unterstützung Ihrer Bemühungen stehen Ihnen zusätzliche Ressourcen und zusätzliches Personal im Widerstandshauptquartier zur Verfügung. Cool. Im Widerstands-HQ stehen neue Wissenschaftler, Ingenieure und Veteranen zur Rekrutierung bereit. Ja, machen wir mal. Kurs auf den südafrikanischen Sektor. Danach fliegen wir dahin und machen das. Willkommen, Commander. Kaufen. Alter, es kostet. Warte mal, Scan-Bonus, Schnellbau. Geschätzte Dauer sofort. Widerstandsfreiwillige helfen bei Bau- und Freiräumungsprojekten, während die Avenger diese Position scannt und reduzieren so die erforderliche Bauzeit. Achso, ich habe doch gerade noch einen Scan-Bonus, ne? Können aber auch einen Wissenschaftler gebrauchen. Oder noch ein Ingenieur. Ich warte da noch mit. Avenger berechnet neuen Kurs. Wenn wir die Guerillaschule fertig haben, können wir uns Bonis erschleichen. Guerillataktikschule einsatzbereit. Wenn man davon sagt. Gut, Einrichtung ansehen. Oh, guck mal, Sektoiden links. Schön. Neue Kampfsoldat benötigt. Eine klasse Ausbildung. Wenn wir mal gucken, ich kann ja hier sicherlich was kaufen. Geier. Feinde lassen bei jedem Beuteabwurf einen zusätzlichen Gegenstand fallen. Einheiten erhalten für die ersten 2 Kampfrunden +3 Mobilität, solange der Trupp verborgen bleibt. Blut vergießen. Jeder Kill bringt 25% mehr Erfahrung. Die Truppgröße hätte ich gerne. Wo ist denn das mit dem Mediziner da? Verbluten eher als direkt zu sterben. Ist auch wichtig. Integrierte Kriegsführung, Truppgröße 2. Auf jeden Fall die Truppgröße. Das ist schon mal wichtig. So, dann war die nochmal. Dann gucke ich mal. Rekrut Tyler Hangana kann an der Guerilla-Taktikschule eine besondere Ausbildung durchlaufen, um Private innerhalb einer spezifischen Klasse zu werden. Steht währenddessen aber nicht für Kampfeinsätze zur Verfügung. Möchtest du vorfahren? Yo. Das mache ich auf jeden Fall. Achso, wir können sie dann direkt trainieren. Brauchen wir noch einen zweiten Scharfschützen? Also ich bin im Moment ausgefallen. Wir brauchen aber einen weiteren Grenadier. Dann soll sie das machen. Die ist doch sicherlich gleich da drin, oder? Dann werde ich das nächste, glaube ich, für... Blutvergießen nehmen, dann kriegen wir mehr Erfahrung. Dann haben wir das auch schon. Das ist schon ganz gut. So. Nicht zugewiesener Ingenieur, warum das denn?
Ach, der ist ja fertig mit Bau, genau. Da muss ich nämlich jetzt gucken. Das FKZ. Ähm, 21 Tage, 115 Vorräte, 3 Energie. Energierelais wäre, glaube ich, das nächste. Ach, jetzt kann ich auch 2 einsetzen. Ah, gut. Der ist ja auch, ne? Wollte ich da hin? Ja. Nein. Nein, ich wollte da noch nicht hin. Ich wollte für mich erstmal den... Ich bin noch für 2 Tage verwundet. Ich wollte für mich gerne die Waffenverbesserung. Persönliche Kampfsimulation? Diesen Soldaten mit Neuroverbesserung ausstatten für einen Vorteilkampf. Kann ich eh nicht. Zack, zack. Ja. Das wollte ich ganz gerne. Neue Veteranen-Ausrüstungsmöglichkeit. Anpassungsmöglichkeiten verfügbar. Kommande für unsere kürzlich beförderten Veteranen sind zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten verfügbar. Ich glaube, jetzt gibt... Ich glaube, jetzt kann ich seine Einstellung ändern. Der ist auch, glaube ich, eher unbekümmert, war das, ne? So, was könnten wir für den Black Table noch machen? Das Gesicht ist echt... Das finde ich klasse. So. Perez, persönliche Kampfsimulation. Ach, das ist wahrscheinlich die Schule, ne? Genau. Genau. Gut. Ja, naja, das geht so einigermaßen. Neue Befehle, Commander. Mal gucken, was kann ich noch herstellen hier? Nix. So, immer 2 Medikits. Ist wichtig. Commander, wir empfangen eine Übertragung von höchster Priorität. Sie scheint vom Widerstand zu stammen. Ich stelle sie jetzt in ihr Quartier durch. Okay, melden die sich auch? Hallo, Commander. Ihre jüngsten Aktivitäten sind Advent nicht entgangen. Unsere ungebetenen Gäste sind in Bewegung. Advent verwendet einiges an Ressourcen und Personal auf geheime Produktions- und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Die genauen Details dieser Operationen sind streng geheim. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ein Wort taucht in all ihren Dateien auf. Avatar. Ich glaube, dass die von uns entdeckte Geheimeinrichtung nur ein Teil dieses Avatar-Projektes ist. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist es in Wahrheit um einiges größer. Dieses Projekt wird von der obersten Riege von Advent gesteuert. Von einer Quelle, die ich noch nicht bestimmen konnte. Alle Versuche, ihre Identität zu ermitteln, sind gescheitert. Es wird Zeit für eine direktere Herangehensweise. Auch wenn wir die genaue Natur dieses Avatar-Projektes nicht kennen, können wir es trotzdem stören. Wir müssen diese Geheimeinrichtungen mit Hilfe lokaler Widerstandszellen ausrotten. Stören Sie die Aktivitäten des Feindes und decken Sie die Wahrheit auf. Finden Sie die Quelle des Avatar-Projekts und vernichten Sie sie. Sollte der Feind mit seinen Bemühungen erfolgreich sein, wäre das sicher unser aller Ende. Ich vertraue darauf, dass Sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen,
um diese Bedrohung zu eliminieren, Commander. Wir verfolgen hier den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt. Wenn sie beenden, was sie angefangen haben, wäre das wohl unser aller Ende. Avatar-Projekt, Gefahrenstufe unbekannt. Aktueller Fortschritt, WIP. Die Fertigstellung des Avatars-Projekts ist das ultimative Ziel der Aliens, Commander. Wir müssen das Projekt aufhalten, bevor es zu spät ist. Position unbekannt. Wir müssen unsere Primärziele erfüllen, um die Quelle des Avatars-Projekts ausfindig zu machen. Ist doch irgendwo im Meer. Willst du mich bearschen? Düstere Ereignisse. Nächster Vergeltungsschlag in 4 Wochen. Okay. Ich kann nicht so auf die leichte Schulter setzen. Ich muss was unternehmen. 2 Tage noch. Wir haben ein neues Ziel für unsere Guerilla-Einsätze gegen Advent Commander. Ziel überprüfen. Guerilla-Einsatz. Südafrika, Operation Teuflischer König. Ziel, zerstöre das Alien-Relais. Schwierigkeitsgrad leicht. Belohnung Dr. Abigail Martin, Wissenschaftler. Behindert, düsteres Ereignis, Schnelleinsatz, garantiert Verstärkung bei allen. Ja, beides direkt. Gut, das heißt, das Leuchten oben wird wahrscheinlich nicht gut sein.